Servus und hallo zum Vlog hier auf Mabache TV. Also ich sage euch, genau darum habe ich beschlossen, diesen Vlog zu machen. Ich erzähle euch eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Ich schwöre, ist mir erst vor ein paar Tagen passiert. Es ist 20.30 Uhr circa. Ich steige in die U-Bahn ein, am Weg nach Hause. Oh, die U-Bahn ist ziemlich voll. Und es stehen zwei Typen drin, plus minus 30 Jahre, buntes Kapperl, gut gekleidet, ein bisschen so Disco, nein, nicht Disco, eher so, ja, diese Art Kleidung, was früher beim Rave gehabt haben, aber es hat gut ausgeschaut. Also sie waren stylische Typen, haben eigentlich sehr nett und sympathisch gewirkt und sie hatten einen Husky dabei, wunderschönes Tier. Also ich steige ein und sie gehen auch auf Seiten, damit ich schön reinfahren kann und dort stehen kann, wo ich am wenigsten im Weg stehe. Und der Hund, wie Hunde eben so sind, schwurbelt immer rum und kommt immer näher und so schnuffelt an mir. Und ich mag keine Hunde, vor allem wenn sie mich so groß sind. Also bin ich immer etwas zurückgewichen. Und er hat mich immer gleich zurückgezogen und es war eh alles okay. Aber der Hund hat das ein paar Mal getan, ist immer wieder her und ist sehr nahe mit seiner Schnauze und ja, ich mag das einfach nicht. Irgendwann habe ich dann zu ihm was gesagt und ich versuche diesen Dialog jetzt nachzuspielen für euch, okay? Also, ich, Entschuldigung, aber ich mag nicht, wenn ein Hund so nahe an mich rankommt. Ja, keine Sorge, ich habe ihn unter Kontrolle, er tut ihm nichts. Ja, das glaube ich schon, aber ich mag ja, ich habe Angst vor so großen Tieren, ich bin so klein und da sind so große Tiere, ich mag das einfach nicht. Wenn man sie fressen will, frisst er sie sowieso. Ja. What the fuck? Wenn er sie fressen will, frisst sie sowieso. Original Zitat von dem Typen. Und ich war immer sehr höflich und hab nichts gesagt. Nicht mal, dass der Hund keinen Beißkorb trägt. Ich habe nichts gesagt deswegen. Nur höflich, ich habe Angst davor. Er war schon auf 180 und murmelt in seinem imaginären Bart. Und ich so, what the fuck? Und hab dann gesagt, Entschuldigung, ich habe keine Angst, dass mich Ihr Hund frisst, aber es ist auch so, ich, aufgrund meiner Größe, ich habe einfach Angst vor so großen Tieren. Ich habe einen Hund unter Kontrolle, keine Sorge. Ich weiß, wie man umgeht mit dem. Und ich so, okay. Dann kommt seine Station, sein Kumpel steht auf der anderen Seite vom Balkon. Und er sagt, was ist denn? Und während sie aussteigen, sagt er noch, ja, nur weil manche glauben, sie sind im Rollstuhl, können sie sich alles erlauben. Alter! Eine Frau, die auch ausgestiegen ist, hat ihn auch angesprochen. Und er so, wollen Sie mit Sano anfahren oder was? Und ich habe ihn gar nicht angefahren. Ich habe nur höflich gesagt, dass ich Angst habe davor. Ich habe nicht erwähnt, dass der Hund keinen Beißkorb hat. Und wenn mir jemand erklärt, er hat seinen Hund unter Kontrolle, wenn er in einer Gegend ist, wo der Hund einen Beißkorb tragen muss und er trägt keinen, und wenn ihn jemand höflich darauf anspricht, dass einfach keine Interaktion mit dem Tier gewünscht ist, und er sofort auf Verteidigungsmodus steigt, dann frage ich mich, was zur Hölle ist Kontrolle in seiner Welt. Wie definiert er Kontrolle über sein Tier? Es hat mich gewurmt die ganze Nacht. Und ja, deswegen auch dieser Blogpost. Dieser Vlogpost. Und ja, was sagt ihr dazu? Ich meine, kann man einen Tierbesitzer höflich und ruhig darauf aufmerksam machen, dass man
keinerlei Interaktion möchte, dass man Angst davor hat. Ist das legitim? Es ist natürlich, und das ist das Positive, inklusiv gewesen. Er ist Verteidiger seines Hundes und er motzt jeden an, der ihn irgendwie ans Bein pinkelt. Behindert oder nicht. Geärgert hat mich nur, dass er halt ein Klischee verwendet hat, wie nur weil sie im Rollstuhl sitzen, trauen dürfen sie alles, glauben sie. Mag sein, dass manche Rollstuhlfahrer oder Behinderte ihre Behinderung als Ausrede für diverses fragwürdiges Verhalten nützen. Mag so sein. Ich glaube, schöne Männer und schöne Frauen nutzen ihre Schönheit auch, um ihre Vorteile zu genießen. Also sind wir hier ziemlich bei. Aber nichtsdestotrotz, es war ein inklusives Erlebnis und trotzdem finde ich ihn einen Arsch. Weil, ja, wie gesagt, ich war höflich und freundlich, aber wie seht ihr das? Ist das legitim, jemanden anzureden, wenn man Angst vor seinen Tieren hat? Oder ist das übertrieben von mir? Und ist diese Reaktion von diesem Hundebesitzer, der alles im Griff hat, legitim, eurer Meinung nach? Wie geht ihr mit deinen Hunden um? Ich würde mich freuen, wenn ein paar was sagen würden. Und ja, das war's für heute. Oh, ja, ihr habt gelesen am Anfang. Gewinnspiel. Wer von euch am schnellsten mir sagen kann, wie viele Eierli und Küken und Osterhasen in diesem Video versteckt sind. Die ersten beiden, die die richtige Zahl haben, gewinnen diese beiden Petzhasen. Okay? Also, um die Worte eines guten Vlogger-Freundes zu verwenden, Hasenbande, aufgepasst! Es gibt das zu gewinnen. Die ersten beiden, die mir sagen können, wer wie viele Figuren, Schoki-Stücke ich versteckt habe, denen schicke ich oder übergebe ich persönlich, je nachdem, einen dieser beiden Hasen mit viermal Füllung darin. Okay, also ich schicke sie auch per Post, wer möchte. Einfach in die Kommentare hier im Video oder auf Facebook oder Google Plus oder auf Twitter schicken. Kein Problem. Die ersten beiden mit der richtigen Zahl gewinnen diese beiden Hasen. So, das ist jetzt genug für die Hasenbande. In diesem Sinne, bleibt mir noch eins zu sagen. Mein Name ist Martin und ich bedanke mich fürs Zusehen. Servus.